Dankeschön. Hallo, hallo. We are back. Wir sind zurück. Liebe Grüße aus Leipzig. Von mir und gleich auch von Jeet. Ja. Spannende Reise gehabt, schöne viele Begegnungen. Und möchten euch ein bisschen erzählen. Genau. Die Geburtsstunde ist erfolgt von Informationsmedizin sozusagen. Im Wigwam in München bei Ute und Leonardo. Und es war toll, was daraus entstanden ist. Ich denke, da werden wir uns euch nachher dann noch was zeigen. Die Informationsmedizin sozusagen als Wochenende, wo die Kernkompetenzen oder wo die Kompetenzen herausgeholt worden sind von den Teilnehmern und wo wir erfahren haben, dass Informationen auf verschiedener Ebene, wie die wirken, sei es mit Worten, mit Stimme, mit Tönen, mit Lieder, mit Tanz, und was die für Auswirkungen haben. Das haben wir erfahren dürfen. Und es war wundervoll. Und Ende Juli werden wir das dann anbieten von den Teilnehmern, die jetzt dabei waren, ihre Kernkompetenzen, die das dann gleich schenken wollen, den nächsten Teilnehmern, die kommen. Und das ist einfach wundervoll. Wir haben zum Beispiel von jemandem eine Grabrede. Stellt euch vor, zu Lebzeiten eine Grabrede zu bekommen, wo man erfährt, erstens als Wertschätzung, wo man erfährt, was man alles noch verpassen würde, wenn man die und die und Dinge nicht tut. Also als Ermutigung, um so richtig im Leben anzukommen. Erstens die Angst vor dem Tod zu nehmen und gleichzeitig auch die Angst vor dem Leben. Ich schwanke. Also es ist einfach viele spannende Dinge, die sich gezeigt haben. Ich weiß nicht, der Chat ist noch geschlossen, oder? Ah, Doro, hi. Nein, jetzt. Ups. Bitte schön. Danke, Doro. Ach, ich mach mal so ein Training hier. Sie sehen, sind. Nein. Sind Sie schief? Kann das sein, oder? Ja, ist ein bisschen schief. Dann dreh das wieder um. So, wieder umdrehen. Was sind das falsche Reihen? Nee. Ach so. Okay. Ja, es gibt Neuigkeiten, wie immer. Alles ist im Wandel. Sabine hat neue Pickel. Nein, ich bin zurzeit ganz zufrieden. So, eigentlich, wie gesagt, wir sind einen Tag später gekommen. Und deswegen
sind wir ein bisschen noch von der Fahrt durcheinander, viel im Stau. Aber eigentlich hatten wir heute mit Heinz was ausgemacht. Und ich weiß nicht, ob er da ist. Also wir sind hier mit Telefon. Jetzt schalte ich einfach auf Skype an. Hallo Maddy. Hallo Nijan, hallo Doro, hallo Maddy. Und alle anderen natürlich auch. So, das heißt, die Abende werden sich immer so weiterentwickeln, dass jemand von euch für uns alle arbeitet. Also wir lassen jetzt arbeiten. Und wie gesagt, eigentlich mit Heinz aus München hatten wir ausgemacht, dass wir heute, er kann für uns schauen, wo unser Aurafeld nicht kosmisch ausgerichtet ist. Aber das kann sein, weil ich ja unterwegs anrief, dass wir unterwegs sind, dass er das ja vielleicht so verstanden hat, dass es nicht ist heute, ne? Weil wir haben wenige Live-Sendungen im Moment. Morgen sind wir, haben wir eine Live-Sendung aus Jena. Hallo, hallo? Hallo Petra, wir sind gerade auf Sendung. Also wir haben jetzt gerade mit der Sendung begonnen. Ich weiß nicht, wir machen eine Stunde oder so. Wissen wir noch nicht so genau. Ja. Also wie du meinst. Also wir haben jetzt, also denke eine Stunde machen wir länger jetzt nicht. Ja. Ach so, du bist in der Nähe. Ach so. Ja, komm doch. Ah ja, Cheat, dann komm. Ja, ach so, ich dachte, Fell muss ja. Ja, dann komm doch. Ist offen, komm einfach rein. Okay, bis gleich. Tschüss. Schön. Wir bekommen Besuch. Das heißt, dass immer wenn wir Zeit haben, werden wir dann jemand von euch uns alle unterrichten lassen. Das hört sich gut an, oder? Mhm. Also Sabine ist auch dran, wenn eins nicht kann, vielleicht können wir das heute mit Sabine anfangen. Oder was anderes. So, das heißt, ich könnte auch jetzt der Heinz anrufen. Hallo Jojo. Vielleicht wäre auch möglich der Odyssee oder Odysseus, Odyssee, ne? Odyssee. Mhm. Odyssee. Ja. Was meint ihr? Habt ihr andere? Ui, mit Heinz. Ich habe mit Erik wir so hier und da was kann sehr gefreut uns sehr. Ich habe mich mit Erik wir so hier und da was kann sehr gefreut, was Ruhe bewirkt. Danke. Nijal, bist du Ausländer? Ja, wir waren, Erik war auch mit dabei, das war sehr schön. Ist einfach mit nach München gefahren. So, wenn ihr Impulse gibt, Jojo hat auch ein Thema, aber da warten wir vielleicht noch. Mhm. Wir tun füreinander was Gutes, das heißt, wir füllen einfach den goldenen Kessel. Ach so, nochmal, apropos, wir tun was Gutes, wir tun uns auch am Wochenende was Gutes, Samstag und Sonntag im Harz, im Grünen.
Man kann dort zelten auf dem Grundstück von Undine und Thomas und machen wir so ein Wertschätzungswochenende. Bei Tun Halle. uns gegenseitig einfach was Gutes, das Ja. was, ja, wer noch Und dazukommen möchte. morgen aus Jena ein ganzes Gesundheitshaus. Vielleicht sage ich das. Das sehen wir ja morgen. Das sind wir morgen, ne? Wer in der Nähe ist oder aus der Nähe ist, kann gerne einfach dazukommen. Vielleicht nicht zu viele. Weil da ist eben ein ganzes Gesundheitshaus mit vielen Profi und Referenten. Erstmal halte ich Vortrag über Informationsmedizin und dann stellen wir die anderen Referenten vor, die da wirken. Und es ist unglaublich, was für tolle Leute da zusammengekommen sind. Ne? Und eben, es ist ein schönes Haus, gestreiftes Haus in die Geburtsstadt von Sabine. Sagt man Sabine andersrum? Ebines. Enibas. Enibas. Die Verschachtelung in Schreiben ergibt das Gefühl. Okay, ich könnte jetzt Heinz einfach auch anrufen, oder? Mal probieren. Ja, habt ihr Impulse, habt ihr... Vielleicht wartet er ja auch drauf, ich weiß ja nicht. Probier's doch einfach. Na, wenn er hören würde, hätte er sich schon gemeldet. Dann versuchen wir es mal halt, ne? Das wäre auch spannend, abends in den Live-Sendungen. Wir sind zusammen und wir rufen einfach jemanden an und wissen noch nicht wen und keiner weiß wen und dann landet derjenige in der Live-Sendung. Überraschenderweise. Das wäre auch mal lustig. Lauter Tantra-Schulen können wir machen. Ja, auch von unseren Freunden hier, die jetzt im Chat auch sind oder die da sind. Und jeder bibbert und zittert. Wow, hoffentlich klingelt es nicht bei mir. Ach, das ist eine gute Idee. Eine Reihe von Leuten, die bereit sind. Das wäre auch cool. Und keiner weiß, wann er rankommt. Probieren wir es mal kurz bei Heinz in München. Heinz Dr. Liuzzi hier am Apparat in GTV. Hallo, Hallo, Rupi. grüß dich. Hallo. Wir wollten heute Abend was machen. Sabine hat Ja. abgesagt, wegen Mittags sollen wir, können wir. Ja. Wunderbar. Okay. Aber er weiß in der Live-Sendung. Du weißt, wir sind in der Live-Sendung, ne? Ja. Ah, okay. Okay, schön. Sorry. So, dann grüßen wir Heinz zusammen. Eins, zwei, drei. Hallo Heinz. Hallo Heinz. Hallo alle zusammen. Schön. Okay, wir haben ein bisschen für dich auch mit reingefühlt und wir haben Wunderbares auch erkennen können. Ja. Und für uns ist einfach so, so wie wir die Welt sehen, dass jeder die Möglichkeit bekommt, das Beste von sich in diesen goldenen Topf einfach auch reinzutun. Ne? Ja. Und eben, wenn du das sagen möchtest, oder ich kann das einfach auch sagen, du kannst für uns schauen, wo unser Aurafeld
nicht kosmisch ausgerichtet ist, bedeutet einfach, dass die Informationen, die uns erreichen, also die Gesamtinformation des Universums, dass du die Möglichkeit hast, dass sie feingestimmt sind, so wie ein Musikinstrument. Das, ja. Und um das zu erkennen, hast du deine Gründe gehabt und das hast du in Millionen von Jahren entwickelt, so nach meiner Wahrnehmung. Und vielleicht können wir, wenn du möchtest, wenn du etwas sagen möchtest, und dann können wir gleich jemanden fragen, der Zuschauer, wer möchte, ob du einfach auch schauen kannst, dass deren Aurafeld kosmisch noch ein Stück mehr ausgerichtet wird. Ich verstehe das nicht. Ich möchte das noch erklärt haben. Ja, Sabine möchte das noch erklärt haben. Ja, also es ist so, je mehr man in der spirituellen Richtung arbeitet und seine Erfahrung sammelt, desto mehr bekommt man auch das Gespür für die Natur der, der spirituellen Weiterentwicklung. Mhm. Und da man in einem Kosmos lebt mit vielen Spiegelungen, bekommt man für die Punkte, die nicht in Ordnung sind, auch viele Spiegelbilder. Mhm. Spiegelungen durch andere Menschen, durch Situationen in der Außenwelt, die, wenn ich sie wahrnehme, mir etwas verdeutlichen sollen, was ich sonst als blinden Fleck nicht sehe. Okay, ja. Und wenn man jetzt das Gespür hat für den Fluss der Dinge, für die göttliche Energie, die auch in einem selber ist, dann kann man als Kontrast auch feststellen, wo ist etwas blockiert. Also zum Beispiel mein Halschakra ist etwas blockiert, also bin ich schon sehr lange dabei, für das Halschakra was zu tun. Wenn ich jetzt eine andere Person wahrnehme und ich bin quasi in der Verbindung, dann kann ich, und dazu habe ich auch ein Hilfsmittel, das heißt, mein Hilfsmittel ist jetzt im Moment, was ich öfter verwende, ein Foto von mir und ein Pendel. Das Pendel habe ich in der schamanischen Ausbildung bekommen und mit diesem Pendel kann ich zum Beispiel die 7 Chakren pendeln am Foto, aber nicht für mich unbedingt, sondern auch für jemand anderes. Mhm. Wenn ich jemanden genannt bekomme, das war genauso wie bei den Schamanen, wo ich hingegangen bin, wenn ich jemanden nenne, kann ich in diese Person und sein Energiefeld spüren. Das heißt, nicht unbedingt alles spüren, aber meistens schon sehr eindeutig und kräftig. Und bei den letzten Beispielen war es auch überall sehr eindeutig und kräftig. Und das funktioniert, denke ich, auch jetzt in einer Live-Sendung, wenn eine Person genannt wird. Ich bin schon jetzt in einem gewissen Zustand, das heißt, ich mache innerlich einige Sachen, wie zum Beispiel, dass ich mich verknüpfe, dass ich aber auch mein drittes Auge einschalte, also auch um 90 Grad nach vorne biege, in der geistigen Vorstellung, dass ich die visuelle rechte Gehirnhälfte aktiver habe als sonst, dass ich in Empfindung bin. Hinzu kommt, dass ich eben jemanden bearbeitet habe, die ist aber schon wieder weg, denn wenn man mit jemandem arbeitet, ist man auch weiter geöffnet. Und dann rief die Pauline an, dass wir am 14. trommeln und wahrscheinlich in einem Yoga-Studio. Und die war auch bei den Goldenen Talenten und das entwickelt sich. Das macht auch gute Stimmung. Insofern bin ich jetzt in einem Zustand, den ich aber auch sonst erreichen kann und offen jetzt für ein Beispiel. Schön. Gibt irgendwelche Fragen? Maddie hätte Interesse. Bitte? Maddie, kannst du den Chat lesen? Check. Den Chat? Den Check. Moment, jetzt muss ich mir, der Check kommt jetzt etwas überraschend, aber das wird schon gehen. Kleinen Moment. Nee, der Maddie hat im Chat geschrieben, er hat Interesse.
Ach so, ich habe jetzt den PC gerade halbwegs am Laufen, noch nicht ganz. Okay. Ich sitze auch nicht am PC. Ich sehe ihn jetzt von der Seite. Ich aber muss auch nicht, oder? Wir also, können das auch. Ja, ich denke, es geht auch ohne. Also ja. Sehr gerne. Wenn der Maggie geschrieben hat, okay. Wie heißt er genau oder wie nennt er sich? Also das ist sein Nickname, sagt er. Ja, klar. Ja. Maggie. Mhm. Und Moment. Reicht es dir, ja, oder musst du seinen richtigen Namen wissen? Ich sag mal, Maggie kommt noch sehr dünn an. Kommt noch sehr dünn an. Aber ich würde auch, wenn es sehr dünn ist, schon etwas sagen. Das ist eine Frau, ne? Das ist eine Frau. Ach so, eine Frau. Mhm. Mhm. Am besten wäre schon richtiger Name, muss aber nicht sein. Marianne. Marianne. Das ist schon besser, jetzt wird es deutlicher. Okay, und was bei Marianne nicht in Ordnung ist oder was man verbessern kann. Kleinen Moment. Ich gehe jetzt mit dem Pendel über das Foto von mir. Fange beim Kronenchakra an. Stirnchakra. Halschakra. Halschakra ist schon etwas ruhiger. Herzchakra ist anders als die. Eins, soll man das vielleicht machen, wie wir das zusammen entwickelt haben? Bitte? Sollen wir das machen, so wie wir das zusammen entwickelt haben? Habe ich jetzt nicht verstanden, akustisch. Machen wie? So wie wir gedacht hatten, oder willst du das jetzt auf deine Art machen? Ich habe es jetzt im Prinzip schon auf meine Art gemacht. Bei der Marianne ist einmal das Halschakra und das Herzchakra. Wobei das Herzchakra braucht Weiterentwicklung. Es ist fraulich, es ist entwickelt, aber es ist nicht sehr stark entwickelt. Beim Halschakra ist etwas Defizit und da hängt es mit Kommunikation, aber auch mit Selbstausdruck. Ihr Herz ist etwas weniger stark und geformt. Und sie selber, das liegt aber auch daran, weil sie in ihrer Person die Selbstwahrnehmung und die Selbstwertschätzung etwas zu gering ist. Wenn man ihr einen Rat geben kann, dann wäre es, dass sie vielleicht in einer kleinen Gruppe irgendwie Wortführerin ist oder in eine Rolle übernimmt, bei der sie sich selber und die Interessen von der kleinen Gruppe darstellen muss, mhm, und dass sie mehr wahrnimmt, was sie tut, was sie kann, um im Laufe der Zeit sich mehr zu kennen und mehr wertzuschätzen. Das ist verknüpft und das sind die zwei Punkte, die sie bearbeiten sollte. Okay. Soll ich noch mehr sagen? Ja. Ja. Wie gesagt, jetzt ist es ein bisschen anders. Ich bin, aber mach das jetzt auf deine Art, ja. Ja. Ich hole mir was zu schreiben. Ja. Ich mache es jetzt mal. Ich mache jetzt mal. Was sie immer sagte, war mit der Intuition und mit dem Eindruck, den man jetzt ohne Hilfsmittel hat. Ja. Dann würde ich sagen, kommt von der Marianne noch an, dass sie auf der Suche ist. Sie will jemand, eine Person oder einen Ratgeber, der sie etwas auf diesem Weg hinweist. Und das nimmt sie auch auf. Und ich denke, sie kann das auch so akzeptieren und langsam in kleinen Portionen umsetzen. Das war jetzt ohne Hilfsmittel. Okay, schön. Sie, ja, danke, stimmt soweit, schreibt sie. Sehr gern. Schön. Das, so in der Art wird so. Okay. Möchtest du? Ja. Nee, ohne dass du. Es schaut jemand für dich. Hab ich jetzt wenn du mir wenig verstanden. Ach so, Moment, wir haben gerade einen Gast hier und die frage ich gerade, ob sie möchte. Ja.
Also Maddie bedankt sich sehr und es stimmt soweit. Sehr gerne. Möchtest du für dich von Heinz geschaut haben? Brauch einfach nur den Vornamen. Mein Name. Ja. Petra. Petra. Genau. Für Petra, sie ist hier bei uns zu Gast, wenn du für Petra schauen magst. Hallo Petra. Hallo. Ja, ich schaue jetzt erst noch mal durch, wobei ich sagen muss, die Petra kommt noch dünner an. Die Petra kommt dünner an. So dünn ist sie nicht. Aber das heißt, was brauchst du noch von ihr? Nee. Die Petra macht ziemlich vieles richtig. Es ist keine größere Baustelle, kein größeres Thema da. Das Einzige bei ihr ist, dass sie in der Harmonie, in der sie sich befindet, sagen wir, eine schwache Funkfrequenz hat. Was bei ihr wäre, dass sie so, wie sie ist und was sie tut, mehr und mehr ihre Kraft entwickelt und beim Entwickeln auch spürt. Das ist, man muss nichts korrigieren, was ich jetzt merke. Und auf der anderen Seite kann ich mir sehr gut vorstellen, jetzt intuitiv, dass sie das nicht so von sich aus ganz leicht kann, weil sie dazu neigt, das so, wie sie ist und was sie tut, auch für richtig zu finden, was auch richtig ist, und für genügend. Aber es ist nicht ganz genügend. Im Laufe der Zeit müsste sie schon in eine Kraft kommen, die entwicklungsmäßig stärker wird. Und wenn das auf alle Chakren gleichmäßig verteilt ist, wenn das in den Lebensbereichen gleichmäßig greift und sie diese Kraft auch schätzen lernt, dann geht es genauso richtig weiter, wie sie jetzt schon richtig unterwegs ist. Das war so. Dankeschön. Ich frage Petra, hast du dazu eine Frage oder eine Rückmeldung? Ich finde meine Wohnung nicht. Darf sie was fragen noch? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Sie ist gerade auf einer Suche nach einer Wohnung und findet ihre Wohnung nicht. Ist das... Ja. Das kann ich jetzt nur ganz intuitiv sagen. Ja. Ich würde es direkt beziehen auf ihre Kraft. Ihre Wohnungssuche, die Energie, die sie da hat, ist zu schwach, dass sie bei den anderen in der richtigen Dosierung ankommt. Und sie bräuchte eigentlich eine Freundin oder einen Freund, der ihr Kraft, Unterstützung und sie dazu bringt, dass sie nach außen gehen, mehr bemerkt wird. Und diese Kraft kriegt sie nicht von innen, die braucht sie noch von außen, wird aber durch die Entwicklung, die sie anstreben sollte, dann immer stärker, dass sie es dann auch von innen hat. Und mit der Wohnung noch, es ist durchaus möglich, dass die Wohnung, die sie sucht und die dann zu ihr gut passt, nicht so ganz direkt im nahen Umfeld ist, auch nicht sehr weit weg, aber so eher die mittleren Radius. Also sie wird nicht in unmittelbarer Nähe die perfekte Wohnung finden oder die sehr gute Wohnung finden, sondern eher ein bisschen weg. Und sie braucht, dass sie bemerkt wird und muss Kraft reingeben, wo sie jemanden, der sie unterstützt, braucht, damit sie das macht. Und wenn sie das mit mehr Energie nach außen gibt, wird auch ihr Umfeld dann reagieren. Das war so der. Wie kann sie das umsetzen? Wie? Fragt sie. Sie muss sich jemand suchen, vielleicht jetzt schon in der Gruppe, wo sie gerade sitzt, oder Leute, die sie kennt. Mhm. Vielleicht der auch eine Wohnung sucht oder den sie, ich sag mal, jemand, der mit ihr Tennis spielt oder irgendjemand, der aus ihrem Umfeld ist und sie schätzt
und weiß, dass sie ein bisschen Unterstützung braucht, um Kraft in Aktivitäten umzusetzen, nach außen zu gehen, vielleicht 2 oder 3 Inserate zu setzen, vielleicht 2, 3 Initiativanrufe, wo sie ihr Anliegen formuliert und wo sie nur die Entfaltung hat, dass sie eine Wohnung braucht. Es würde sonst der Schwellenwert, der notwendig ist, dass die Außenwelt reagiert, nicht überschritten. Die kritische Menge wäre nicht da. Interessant. Ja, ich habe ein Angebot gemacht und da reagiert niemand drauf. Naja, aber dann glaube ich, die Antwort hat Heinz gegeben. Sie sagt, sie hat ein Angebot gemacht, aber es reagiert niemand darauf. Das heißt, weil du Unterstützung nimmst. Ja? Dann deutet es einem, also ein Angebot, ich würde sagen 2, 3 sollte man machen, also mehr, nee, intensiver. Und es deutet aber auch darauf hin, dass in ihrem Umfeld es dann etwas Widerstände gibt, die wiederum in ihrem Inneren auch zu finden sind. Wenn man jetzt so in dem innerseelischen Bereich ein bisschen, wie soll man sagen, energetisch hinspürt, dann wird sie bei dieser Wohnungssuche noch etwas unbewusst Widerstände bei anderen provozieren, weil sie in ihrem Inneren nicht, weil sie da kleine Widersprüche sind. Okay. Inwiefern ist etwas schwierig, aber ich würde jetzt vermuten, dass es Widersprüche sind in ihrer Zielvorstellung. Also ich sag mal, man kann sich zum Beispiel eine Wohnung wünschen, direkt in S-Bahn-Nähe, aber wehe, wenn die S-Bahn zu hören ist. Das sind Widersprüche, die so nicht gehen. Und es kann sein, dass ihre Wohnungsvorstellungen erst noch klarer und plausibler sein müssen, dass sie in der Außenwelt auch passend reagieren. Okay. Dankeschön, Heinz. Gerne, gerne. Dankeschön. Sehr gerne. Okay. Okay, Dankeschön, Heinz. Dann rufen wir uns an. Ich wollte das nochmal koordinieren. Ja. Und das machen wir dann, sobald wir uns dann hören. Ne? Ja. Recht, recht herzlichen Dank euch allen und ich gehe jetzt ins Klick-TV. Ja. Danke, ja. Heinz. Danke, ciao. Danke. Bis bald, alles, ciao. Tschüss. Alles, tschüss. So, wir hatten das ein bisschen anders gedacht, aber jetzt, wir wollten das heute besprechen, aber weil wir hatten auch ein bisschen was anderes für ihn entwickelt. Er hat schon sehr schnell und sehr gut gearbeitet. Aber eben, das sind wir nicht mehr dazu gekommen. Aber ich kann jetzt sagen, zum Beispiel, er kann sagen, wo wir im Körper nicht kosmisch ausgerichtet sind. Mhm. Sabine, bei dir im Hals. Der Grund ist der Widerstand. So. Die Übung und Info für dich, Nahrung am Kopf liegend empfangen, über Arme und Hände anderer. Dass du liegst und viele versuchen, Nahrung an deinen Kopf zu geben. Ne? Und was wird geschehen, wenn du das von Heinz bekommst, wird es komplett da sein. Ne? Wie, wenn ich das von Heinz bekomme? Das sollte. Nee, wenn du diese Nahrung, was Heinz meint, bekommst und diese Übung machst, schön, dann wirst du komplett da sein. Das heißt, dein Hals wird nicht mehr verhindern, dass kosmische Nahrung zu dir kommt. Ne? Und das ist eigentlich schon jetzt, es ist spannend, das ist ja schon etliche paar Tage alt und das ist ja Wochenende eigentlich schon geschehen. Genau, ja. Durch Leonardo. Das hat er am, genau, wunderschön. Also es passt alles, ne? Ja. Und es war ja auch mit dem Hals, ne? Ja. Das ist ja spannend. Aber vielleicht warten wir damit lieber, wenn du es mit ihm nochmal besprochen hast. Genau. Na, aber eben, ich wollte ein Beispiel machen, ne, weil er hat jetzt das gemacht, was er einfach auch kannte, ne, aber ist natürlich in diesem Kontext nicht immer verständlich, ne, so, weil jeder seine Methode musste die zuerst erklären und so, ne, er hat seine Art,
wie er das normalerweise einfach auch zeigt. Ne? So. Alles ganz still geworden. Ja, ist so still geworden. Aber wenn der Heinz loslegt, eigentlich ist ja nicht mehr zu bremsen. Ne? Aber naja. Ich glaube, das, was manchmal dann doch passiert, dass man denkt, ah ja, das ist jetzt für jemand anderes und das ist ja jetzt dann interessiert mich nicht. Ja, ja, so, ne? Klar. Das ist das, was dann passiert. Mhm. Okay. Seid ihr noch da? Dann werden wir Heinz dann auch nochmal erleben mit seinem, was ihr zusammen entwickelt habt. Ja, wir werden das, wir planen jetzt für jeder, der, für den wir einfach auch schauen, dass jeder, immer wenn wir da sind, uns die Abende, jemand uns beschenkt mit seiner Weisheit, so wie wir das schon mal gemacht haben, wie zum Beispiel mit Jasmin. Und das freut mich sehr. Jetzt kommen noch neue hinzu, die sich in München entschieden haben und freue mich sehr. Wir haben in München eine schöne Aufzeichnung gemacht. Die kann ich aber noch nicht zeigen. Ach, kannst du nicht. Ich muss noch schneiden. Das heißt, in München werden Ende des Monats 4 Vorträge und Mini-Workshop und dann wird auch am Sonntag die JIT-Karawane starten und das sind schon 7 Leute, die sich voll mit ihrer Weisheit entschieden haben, mitzumachen. Und zwar... Möchtest du jetzt Namen wissen, oder? Hm? Wer mitmacht? Achso. Sabine, mit. Also, ich muss dazu sagen, JIT-Karawane heißt noch nicht, dass wir auf Reisen gehen, sondern die JIT-Karawane ist da der Startschuss und wir sind zusammen im Wigwam. Jeder gibt seine Energie dort rein oder das, was er erkannt hat. Bei mir hat sich gezeigt, es hat immer mit der eigenen Geschichte zu tun, dass ich gut wahrnehmen kann. Das, was uns oft übermannt, eine bestimmte Energie oder ein Gefühl, Emotion oder was auch immer, wo wir uns übermannt fühlen von außen, das kann ich gut wahrnehmen und benennen. Und das ist gleichzeitig, dass wir uns da stoppen oder dass wir meinen, wir müssen uns da schützen, weil uns das sonst ja, einfach zu arg mitnimmt oder übermannt. Und wenn wir uns da schützen oder das zurückhalten, dann ist es gleichzeitig, dass wir eine Kraft von innen heraus zurückhalten, dass die dann nicht richtig, weil das, was uns von außen, wo wir Angst haben, dass es uns übermannt, ist gleichzeitig, das durfte ich erfahren und erkennen, ist gleichzeitig eine Kraft von innen, also gleichzeitig auch eine Kompetenz. Also ein Beispiel, was bei jemandem war, zum Beispiel die, wenn ich zu viel übermannt, hat es jemanden übermannt, wenn der zu viel Wertschätzung bekommt, zu viel Anerkennung von allen Seiten und so, damit kann er überhaupt nicht umgehen. Und zieht sich da zurück und zeigt nicht alles, was er hat, damit er ja nicht zu viel wahrgenommen wird und gewertschätzt wird, weil es ihm dann einfach zu viel ist. Das heißt, er ist dadurch nicht ganz da und zeigt nicht ganz seine Präsenz, die er eigentlich ist und hat. Und gleichzeitig ist dieses, wenn er alles zeigen würde, ist es eine Kraft von ihm, dass er sehr gut andere sehen kann und wertschätzen kann. Ich hoffe, das kann man verstehen, aber das entwickelt sich noch. Ich kann das jetzt doch einblenden.
Ich kann das jetzt doch einblenden. Ich werde das einblenden. 10 Minuten circa. 10, 15 Minuten. Sagen wir euch, was wir aufgenommen haben. Moment. Und dann kann das währenddessen Sabine noch kommentieren. Ach so? Ja. Nö, das ist zu viel, Schatz. Die Worte okay, sind alleine schon. Wir sind gleich wieder da. Warte mal. Straße. Und wir sind noch mittendrin in einem ganz wunderbaren Wochenende. Wir haben soeben die Geburtsstunde erlebt vom Institut der Informationsmedizin. Und noch am Freitagnachmittag war mir selber noch nicht so ganz klar, was ist denn das jetzt eigentlich, Informationsmedizin? Möglicherweise war ich da nicht die Einzige, der das nicht so ganz klar war. Aber es gibt eine Handvoll mutiger, neugieriger Menschen, die sich hier zusammengefunden haben. Und in den letzten Tagen erlebt und erfahren haben, was Informationsmedizin ist. Und was wir Moment, ich starte neu. Es war zu leise. Hallo Leute, ich grüße euch. Ich grüße euch heute hier aus dem Indianerwigwam in München in der Gabelsberger Straße. Und wir sind noch mittendrin in einem ganz wunderbaren Wochenende. Wir haben soeben die Geburtsstunde erlebt vom Institut der Informationsmedizin. Und noch am Freitagnachmittag war mir selber noch nicht so ganz klar, was ist denn das jetzt eigentlich, Informationsmedizin? Möglicherweise war ich da nicht die Einzige, der das nicht so ganz klar war, aber es gibt eine Handvoll mutiger, neugieriger Menschen, die sich hier zusammengefunden haben und in den letzten Tagen erlebt und erfahren haben, was Informationsmedizin ist. Und was wir festgestellt haben, was so was ganz Wichtiges ist, die Informationsmedizin bewegt sich auf einer ganz neuen Ebene. Auf einer Ebene, wo es nicht mehr der Erklärung bedarf, wo es nicht mehr zerredet werden kann, wo es erfahren und erspürt wird. Und all diese wunderbaren, neugierigen und mutigen Leute, die hier sind, die werden sich jetzt vorstellen. Und jeder und jeder wird euch mitteilen, welche Qualität aus ihnen herauskommt, welche Qualität der Informationsmedizin. Und auch in euch sind Qualitäten der Informationsmedizin. Und das Geheimnis ist, dass wir uns dafür öffnen. Und die Qualität, welche es ist, und der Wortschöpfer
der Informationsmedizin und der Finder dieser Qualität, das ist der Cheat, den ihr schon kennt und der nachher auch nochmal kurz zu Wort kommen wird. Ihr kennt mich, die Ute, aus der Sendung immer am Montag mit dem Leonardo gemeinsam Heiltrommeln. Möchte euch natürlich auch sagen, was meine Medizin, was meine Qualität ist. Ich halte hier den Raum. Das beinhaltet, möglicherweise backe ich euch einen süßen Kuchen. Möglicherweise trommle ich für euch. Auf alle Fälle bin ich da. Ich bin präsent. Und das ist meine Qualität für euch. Und ich lade jetzt hier an meine Seite ein die Doro, damit die Doro euch ihre Qualität zeigt. Doro, kommst du bitte? Liebe Freunde im Herzen, ich grüße euch. Ich bin Doro. Aus mir spricht auch mein spiritueller Name Blumenlachen. Und ich habe bei diesem Wochenende im Kreise faszinierender, liebevoller Freunde meine Gabe entdeckt, die ich euch gern zur Verfügung stellen möchte. Ich möchte euch partizipieren lassen und mit euch versuchen, in eure Schmerzen hineinzugehen. Diese Schmerzen erspüre ich. Ich verbinde mich mit euch und wir können gemeinsam oder ich führe sie euch allein per Tanz vor Augen. Wir können gemeinsam uns diesen Schmerzen stellen, durch sie hindurchgehen, uns ganz tief rein versenken und einen Ausweg finden. Das ist mein Angebot an euch. Ich stehe euch natürlich mit Gesprächen, mit E-Mails, mit all meinen Fähigkeiten sonst ebenfalls zur Verfügung. Und ich freue mich darauf, im Rahmen dieser Informationsmedizinskarawane mit all diesen lieben Menschen wie Ute, wie Leonardo, wie Jeet zusammenzuarbeiten. Ich freue mich, wenn ihr mir begegnet. Super. Doro, ich danke dir, denn du warst auch so mutig und hast Ja gesagt. Hast genau. Ja gesagt zur Karawane, hast Ja gesagt zur Informationsmedizin, zu dem, was wir gemeinsam hinaustragen wollen in die neue Zeit, in die neue Welt. Danke, Doro. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Ja, das war die Doro. Ich kann euch ganz, ganz herzlich einladen. Kommt und erfahrt den Tanz der Doro, den Schmerz, deinen Schmerz, den Doro für dich tanzt, damit er transformiert werden kann. Komm zu uns am Wochenende, 27. 28. Juli, wird die Karawane der Informationsmedizin wieder hier im Wigwam sein. Und jetzt bitte ich zu mir den Odyssee, auch ein Mutiger, der Ja gesagt hat. Ja zur Informationsmedizin, Ja zur neuen Zeit. Odyssee. Hi. Hi. Hallo, ich bin Odyssee und ja, ich habe hier meine Fähigkeit oder eine meiner Fähigkeiten gelernt, die ich euch vor allem jetzt zur Verfügung stellen will. Und zwar, ich kann euch, wenn ihr bereit dafür seid, zeigen, in welcher Form euer eigentliches Wesen aus der Mitte verrückt ist. Das heißt, ich kann euch klar machen, was die Diskrepanz sozusagen ist, inwiefern ihr euch aus eurer eigenen Mitte bewegt habt. Und wenn euch das klar wird, dann könnt ihr euch natürlich auch wieder in eure eigene Mitte zurückbewegen. Ich bin auch bereit, ein bisschen mit eurem Ego danach zu diskutieren, solange bis es aufgibt, aber ja, wenn es sein muss nur.
Okay. Klasse, Odyssee. Ja, ich möchte euch dazu sagen, wir haben uns kennengelernt am Samstag. 10 Uhr, so 5 vor 10, bevor das Seminar begonnen hat. Und so ungefähr eine halbe Stunde später hat Odyssee mir ganz klar gesagt, wo ich verrückt bin. Und ich war sprachlos. Klasse. Kommt und lernt Odyssee kennen. Danke dir. Ich freue mich. Ich freue mich auch auf euch. So, und nun bitte ich die Elisa zu mir. Die Elisa, ein wunderbares Wesen, und ich freue mich, dass auch Elisa Ja gesagt hat. Ja zur Karawane, Ja zur Informationsmedizin, Ja zu uns, Ja zu dir. Schön, dass du da bist, Elisa. Dankeschön. Erzähl uns deine Qualität. Ja. Also, ihr lieben Frauen und Männer, wo ihr hier schon neugierig seid, was so das neue Leben alles mit sich bringen kann. Und jeder hat ja so ein Schatzkästchen in sich, wo er einfach braucht ein bisschen Raum, weil das Thema ist groß. Ein Schatzkästchen in sich, wo er sagt, wenn ich könnte oder wenn ich es mir nochmal überlegen könnte, dann würde ich gerne ein bisschen anders, ein bisschen mehr von dieser Fülle des Universums leben, ja. Und dazu möchte ich euch verraten, ich habe was entdeckt. Ich kann schon zu Lebzeiten so ganz auf den Punkt gebracht eure Grabansprache für euch halten. Aber mit einem besonderen Ziel. Und zwar, es wird euch die Angst vorm Sterben ein bisschen nehmen. Und was aber noch viel besser ist, es wird vor allem euer eigenes Universum erweitern und euch die Angst vor eurem eigenen Leben nehmen. Vor dieser Vielfalt an Möglichkeiten, von diesem Traum, den ihr so gerne leben würdet. Das könnt ihr dann so gut in dieser Grabansprache nachfühlen und vielleicht einen Hauch davon spüren, wo er sagt, ja, das möchte ich auch noch alles, solange ich hier bin, ja, und dann nachher wird sowieso wunderbar, da hat sowieso jeder seine eigenen Welten schon parat, insgeheim, ja, wir wollen zwar da nicht so hinschauen, aber insgeheim haben wir alle schon irgendwie einen Zugang, dass wir mehr sind als dieser Körper und dass es nach dem Tod auch einfach in einer anderen Form ein gutes Leben gibt. Also wie gesagt, die Grabansprache wird euch nicht so, wie ihr das gewohnt seid, in dieser herkömmlichen Form erreichen, ja, wie wir das so von unseren Glaubenssystemen an den Gräbern gewohnt sind, sondern es wird schon etwas in Wallung bringen bei euch, ja. Also alle Mutigen, herzlich willkommen. Ich bin bereit, eure Grabansprache zu halten. Ich freue mich schon. Wow, danke Elisa, danke. Super, ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich darf euch sagen, meine Grabansprache hat die Elisa mir gehalten. Huh, er lebt es selber. Das pure Leben in der Grabansprache kommt dazu. So, und jetzt eine besondere Herausforderung an ein Multitalent sozusagen. Ich werde es jetzt auch tun, einfach sagen, lieber Erik, komm her. Die momentane Schwierigkeit besteht darin, dass der Erik im Moment eben auch unser Kameramann ist. Das ist eine Qualität von ihm. Die andere wird er euch jetzt gleich sagen. Erik, komm an meine Seite. Denn auch Erik ist mutig und hat Ja gesagt. Ja, habe ich. Auch wenn ich Tiet ein wenig auf den Arm genommen habe vorher. Ja, meine Qualität ist es, ich weiß ganz genau,
wo ich bei euch noch ein paar Knöpfe drücken muss, damit es euch wieder richtig gut geht und ihr wieder richtig ins Leben zurückgeholt werdet. Euer Körper sich komplett ausrichtet, eventuell die Vergangenheit auch gleich löscht, aber das stellt selber fest. Genial! Erik, danke! Du hast uns gezeigt, was ich eingangs sagte, es braucht nicht viele Worte. Richtig. Perfekt. Danke, Erik! Sehr schön. So, und ja, unser Geburtsteam ist noch größer und eine wunderbare Geburtshelferin wünsche ich mir jetzt an meine Seite, die Sabine. Auch Sabine ist ein mutiges Wesen und hat Ja gesagt. Ja. Ich habe total, bin total aufgeregt, wo es nicht das erste Mal ist, dass ich hier spreche und bin so furchtbar aufgeregt. Weil du uns jetzt deine Medizin schenkst? Ja, es ist, weil ich auch was Neues entdecken durfte und freue mich, eine neue Art oder eine neue Qualität euch vorzustellen. Und zwar, ihr kennt es bestimmt, dass ihr euch übermannt fühlt von bestimmten Situationen oder Emotionen oder von bestimmten Gefühlen oder Eigenschaft, was auch immer. Also man fühlt sich einfach übermannt und versucht sich dann irgendwie zu schützen oder baut eine Barriere auf oder was auch immer. Und das kann ich gut wahrnehmen, weil wir da gleichzeitig tun wir uns dann irgendwie Steine oder irgendwas blockieren, sodass dann der Fluss einfach nicht mehr da ist. Und meinen, damit hat sich's erledigt. Aber ich habe fühlen dürfen, festgestellt, erfahren dürfen, dass es genau uns verhindert, unsere innere Qualität voll zu leben. Denn das war so spannend, dass ich das erfahren durfte. Das, was uns übermannt, ist gleichzeitig eine Qualität von uns, eine sehr mächtige Qualität von uns, eine super Kompetenz. Das heißt, wenn wir versuchen, uns zu schützen, vor was wir uns übermannt fühlen, blockieren wir gleichzeitig eine ganz besondere Qualität von uns. Und das möchte ich euch bewusst machen, indem ich es euch spiegle, in welcher Form auch immer, mit Worten, Tanz, Töne, was auch immer. Und ja, sodass ihr ja, den Fluss des Lebens wieder und dass dieses Übermannen, dass es euch wieder mehr Weite gibt und euch nicht mehr einschränkt. Das wünsche ich euch und mir gleichzeitig auch. Und ich freue mich auf euch. Dankeschön. Danke, Sabine. Danke. 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 Ja, die Sabine hat jetzt noch was ganz, ganz Wertvolles gesagt. Denn es ist die Medizin, die jede Einzelne und jeder Einzelne, der jetzt hier schon zu Wort gekommen ist, euch schenkt und zugleich eine eigene Heilung stattfindet. Und das ist sozusagen doppelt genial. Und auch wenn ihr dann eure Medizin findet, ihr helft euch, ihr geht für euch selber in die Heilung und schenkt Heilung den anderen. Gibt's was Besseres? Ich kenne nichts Besseres. Es ist genial. Also erfahrt das mit. Und etwas ganz Wunderbares haben wir auch noch erfahren dürfen von einem, den ihr auch schon kennt, vom Leonardo, mit dem ich gemeinsam, der mit mir gemeinsam immer montags die Sendung macht. Und eine ganz neue Qualität durften wir an diesem Wochenende von ihm kennenlernen. Die Wahrnehmung seiner Präsenz. Lasst euch ein auf das Präsentsein,
eines Indianers in seiner Kultur, in den Wurzeln seiner Kultur, in seinem Sein. Nehmt daran teil. Leonardo, kommst du zu mir? Danke. Möchtest du... Da. Chamandu roete tenonde. Chamandu roete tenonde. Spürt einfach hinein, was geschieht, wenn Informationsmedizin wirkt. Und jetzt bitte ich noch an meine Seite den Wortschöpfer und denjenigen, der uns das ja alles ermöglicht, den Visionär,
Huh! Jeet! Dankeschön. Ich danke dir. Wow, schön, wow. Gehört zu werden. Es geht gleich weiter. Der letzte Teil von Jeet kommt. Moment. Kleiner Teil noch und dann sind wir wieder da. Jetzt habe ich nicht, kann ich leider nicht den Chat sehen. Mal gucken. Odyssey, juhu, du bist ja da. Ich brauche keinen Schnickschnack, um gut auszusehen. Ich brauche einfach nur jeden Morgen eine perfekte. 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 Gott, Gott. Sorry. Es kommt gleich, soll ich sagen. Das ist der letzte Teil des Cheat noch, spricht noch ein paar schöne Worte und dann ist es zu Ende. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige ist. Hättest du einfach weitergelaufen, laufen lassen. So, mein Name ist Jeet und für mich ist ganz wichtig, dass jeder Mensch sich wohlfühlt und dass jeder Mensch hier in diesem Kontext wertgeschätzt wird. Das Zeitalter der Fehler oder des Ich kann nicht oder irgendjemand wird es können, ist vorbei. Alle Menschen, die ich begegne, gehe ich davon voraus, dass sie in ihrer Meisterschaft sein wollen. Und das ist der Raum, den wir geschaffen haben, damit jeder nach 10 Minuten sehr schnell erkennen kann, es gibt keinen Ausweg, außer die volle, glorreiche Größe, die jeder hat, zu leben. Und eine dieser Größen ist zum Beispiel die Ute. Und was wir auch entdeckt haben in diese 9 Stunden, alles, was ihr bis jetzt gehört habt, wenn ich das sagen darf, dass du eine neue Dimension der Psychologie uns hast erfahren lassen. Wir, manche nennen es schamanische Psychologie. Das ist ein Teil unserer Psyche, etwas ist, was getrennt von uns ist und das es uns oft verhindert, die Realitäten zu sehen. Aber ich denke, dass Ute wird uns das am besten erklären. Bitte schön. Danke, Jeet. Puh, große Worte. Und als Jeet diese Qualität für mich gesehen hat, habe ich erst mal tief durchatmen müssen. Und als ich mich dann verbunden habe, ging's. Es ging. Ich durfte sehen und was ich gesagt habe, war nicht mal Blödsinn. Und wenn ihr kommt, wenn ihr meine Medizin vielleicht auch erfahren wollt, dann kann es durchaus sein, dass ich euch sage,
was ihr einfach aus dem Außen zu euch geholt habt, was gar nicht zu euch gehört. Wo ich sage, das dürft ihr jetzt verabschieden. Wir wissen nicht, wie fest es sich und wo es sich manifestiert hat. Wenn wir uns öffnen, du und ich, boah, dann ist alles möglich. Und darauf freue ich mich. Bis dahin. Ciao. So. Jetzt sind wir wieder da. So. Jetzt sind wir wieder da. Ein Widerhall. So. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist so, das war ganz am Ende des Seminars, wo es war Aufregung für jeden jetzt, wow, vor der Kamera zu sprechen und seine besondere Qualität, seine Informationsmedizin preiszugeben. Es war richtige Aufregung in der Luft. Und ja, es war ganz spannend. Also, am 29. Juli wird die Karawane sein mit den Menschen, die sich schon vorgestellt haben. 28. Juli ist nochmal Workshop. Die Tage davor sind einige Vorträge und Mini-Workshop. Also jetzt seid ihr auch alle eingeladen, euch vorzustellen in diese ganz neue Dimension. Jeder zeigt, was er kann, und wir haben gesehen, erlebt, nach 10 Minuten, wo eine individuelle Kompetenz ausgerichtet ist, ist sofort angewendet worden und sofort waren alle baff, wie schnell unsere Intelligenz, innere Intelligenz funktioniert. Es ist ganz wichtig, diese Ausrichtung. Zack, eine Schraube hier, eine da, ein Wort hier. Das kann jeder selber und das können wir in Resonanzfeld, denn wir erschaffen das auch sehr schnell tun. Das heißt, alle, die noch wollen, die können alle 4-5 Tage mit dabei sein in München oder nur an den Sonntag. Und jeder ist natürlich eingeladen, der schon etwas entdeckt hat, das mit vorzustellen oder der etwas hat, mit vorzustellen. Für mich ist wichtig, diese Klarheit, dass 10 Minuten reichen mir, um deine Hellsichtigkeit, Hörigkeit, Hellfühligkeit dir erfahren zu lassen und sofort das Resonanzfeld von unglaublich erwachten Menschen, die dir eine Resonanz geben. Was wollen wir mehr? Worauf warten wir noch? Das Große ist natürlich, wenn die Sphäre und der Kreis sich ermächtigt. Wenn wir dieses Geben und Nehmen in Gleichgewicht bringen und diese neue Dimension geben, die einfach auch dazu gehört. Was wir in der Hand haben, was wir damit bewirken können, unglaublich. Die Ute hat sich als fantastische Moderatorin gezeigt, unglaublich. Diese Sicherheit, diese Klarheit, alle, Odyssee, eben all diese Sachen können wir natürlich die Abende noch zeigen, sobald wir dazu kommen, die anzurufen, damit sie sich einfach auch einschalten können. Und werden wir natürlich das persönlich machen. Und ich lade ein, für die, die das fühlen, die ganze Energie auch auf diese Tage schon zu konzentrieren und vorzubereiten. Die Karawane wird dann in Kroatien enden, nächstes Jahr. Es gibt schon von Ute schon 20 Anmeldungen. Und das heißt, es wird ein ganzes Jahr sich weiterentwickeln, mit Reisen, mit Zusammenkommen. Und Karawane im Sinne, dass es weiterzieht, dass es Neues mit einbezieht,
das Neue dazukommen, dass alles immer okay ist, egal wohin, egal wer dazukommt, egal in welcher Ort wir sind. Und das ist wirklich, was für viele schwierig sind. Zu dritt kennen sie, funktioniert alles. Sobald jemand dazukommt, kann alles auseinanderbrechen. Oder es kann gut gehen. Aber eine Karawane, wo alles ein Jahr lang stimmig ist, jeder, der reinkommt, nach 10 Minuten, kann seine Hellsichtigkeit leben, Hellfühligkeit oder Hellhörigkeit. Das und zwar sehr deutlich, sehr klar, sehr präzise, und das Resonanzfeld zeigt es sofort. Alle spüren, wenn Elisa deine Grabrede hält oder Odysseus, wo du verrückt bist, oder wenn Doro, das ist eine andere Doro natürlich, wir haben viele Enes, viele Doro, viele, die hat deinen Schmerz mittanzt, und oder wenn Erik deine Knöpfe drückt auf eine so unglaubliche Art und du fühlst dich plötzlich wieder, wieder in Gleichgewicht, in dein Magnetfeld, in deine Körperfelder, in deine Meridianen, in deinen Blutbahnen, in dein Lymphsystem, alles was Erik macht, bringt alles in dieses, so Knöpfe, die gedrückt werden, die das ganze System wieder ausrichten. So viele Götter zusammen hat es noch nie gegeben. Alles sind Götter in meinem Universum, du auch. Niemand hält sich zurück. Niemand muss was machen, aber der Raum, der geschaffen wird, ist so ein Honigtopf, dass niemand sich da zurückhalten will. Ist eine totale Bereitschaft, die nach kurzer Zeit eintritt, weil es die Natur ist und weil es so ist. Absolut. Doch die Stefanie, die konnte nicht, die war dann doch noch unterwegs, die wird beim nächsten Mal dazukommen. Stefanie, die Ärztin, auch mit ihrer wundervollen Kompetenz. Eben, ich frage immer alle, ob man zeigen kann, und da habe ich noch nicht Erlaubnis von alle, deswegen haben wir nur einen Teil gezeigt. Und so könnten wir natürlich, ich möchte jetzt jemand fragen, der programmieren kann, der ein neuartiges Forum entwickeln kann. Ich brauche ein neues Forum, wo alle auch tagsüber oder nachts die eigene Göttlichkeit anbieten kann. Ich schaue für dich, du schaust für mich. So wie wir das schon vor 5 Jahren hatten, und das war sehr interaktiv. Jeder hat den anderen geküsst, ich meine umarmt oder für den anderen geschaut. Und das hat sich dieses Geben und Nehmen ohne Limit sehr gut entwickelt. So, und da sind wir dabei, das vorzubereiten im Moment in diese Formen. Und so von mir aus, ich entdecke täglich neue Leute, die in die Beratung kommen. Mit Beratung, ich meine, ich lasse das Erste immer für mich schauen. So wie heute mit Pauline auch haben wir angefangen. War die einzige, was ich heute machen konnte, weil so 18 Uhr, 17, 18 Uhr sind wir wieder zurückgekommen. Und eben lade jede ein, sich darauf einzulassen, auf diese 10 Minuten Wochencoaching. Mit Doro, mit Ivi aus Stuttgart. In Italien auch werde ich noch jemanden einladen, Anneliese aus Frankreich, und im Moment sind circa 16 Leute, die zack, jede Woche einen neuen Riesenschritt machen. Jo, ich bin der Wächter, es ist mein Dienst, was ich gerne tue, und wünsche mir natürlich dieses solchen Ausbreitung und Ergänzung, dass ich dann einfach wirklich nur mein Teil machen kann, wo ich Profi bin. Und der Rest entwickelt sich von selbst. Jo. Wundervoll. Klatschen. Juhu, bravo.
Jo, dann habt ihr noch Fragen? Sonst sind schon 1,5 Stunden. Mhm. Wahnsinn. Jo, sonst machen wir jetzt Schluss. Klasse. Danke, Ivi. Mhm. Morgen sind wir wieder unterwegs, übermorgen auch, also morgen nach Jena, übermorgen. Na, sind wir dann wieder da abends. Da ist ja dann Verena und... Okay, Ivi, dann können wir eventuell übermorgen weitermachen, das können wir uns nachher schreiben. Gibt's noch was? Nö. Küsschen. Ich möchte jetzt immer Küsschen abend geben. Wenn jemand sich gestört fühlt, wie kann man es noch sagen? Es ist so intim geworden. Im Moment kommen wirklich nur die Leute, sehr intime Leute. Für mich die Intimität bedeutet große Entfernung, also so viel Respekt, ein Abstand voneinander, weil jeder bei sich ist. Je mehr wir in unser eigenes zu Hause sind, desto mehr können wir uns anschauen und intim werden. Intimität ist eine Sache der Abstand, der Entfernung, des Respekt, des Zuhause-Sein. Und Intimität ist für mich nur möglich zwischen zwei Menschen, die bei sich zu Hause sind, wo niemand die Grenze überschreitet oder niemand in den Bereich des anderen einfach auch geht. Hallo Odyssee, wir haben dich jetzt alle gesehen, wir haben das schon gezeigt. Odyssee, ja, wir werden das natürlich schon gut hochladen, ich muss das noch schneiden, zusammenfügen, die Lautstärke ein bisschen, dass die gleichmäßig ist, wenn ich es schaffe. Und, aber eben, wenn jemand, wir könnten eine Person brauchen, die jeden Abend hier ist, oder zwei, die sich abwechseln. Wenn jemand sagt, ja, ich kann das machen, es muss natürlich, es ist harte Arbeit, und, aber es macht Spaß. Also jeden Abend die Sendung koordinieren, die andere Sendungen, die jetzt immer mehr werden. Morgen ist der Johannes Lassner wieder da aus Österreich und werden in der Woche die Abende immer mehr Leute auf Sendung gehen, die Ingrid Kemina wird wieder auf Sendung gehen. Also ich brauche eine Person, die hier ist, die schneidet, die anruft, die koordiniert, die speichert, die hochlädt, die benennt, die zuverlässig ist für 2, 3 Jahre und die einfach sich bewusst ist von der göttliche Möglichkeiten, die man hier haben kann. 10.000 im Monat sicher, plus Spesen, plus eigene Ferrari, eigenes Büro, Klima, nicht schädlich, so 5 Frauen oder 5 Männer, je nachdem wer es ist, als Sekretariat, und bewerbt euch hier in JTV. Vielleicht wird nächste Woche möglich, weiß ich nicht. Könnte sein, dass es möglich wird nächste Woche. Aber irgend sowas zeichnet sich bald. Jo. Ja, werden wir alles natürlich in gute, hohe Qualität hochladen. Ich mache mich ans Werk, Schritt für Schritt. Und deswegen brauchen wir jemanden, der hier ist. Wird angelernt, aber wird einfach dann nur mit Göttern zu tun haben. Sieht manchmal anstrengend aus, Sabine, ist die Arbeit anstrengend, was wir machen? Überhaupt nicht. Ne? Die Technik manchmal schon. Sie strengt mich manchmal schon an. Aber das sind auch meine Widerstände. Das gebe ich zu. So ehrlich. Ja. Aber
Es sieht oft anstrengend aus. Jetzt noch das ausdrücken, das noch hochladen, das benennen, das habe ich vergessen. Aber es ist eine Arbeit mit Göttern. Also bewirbt euch, sagt eure Vorstellung, wenn ihr mehr wollt als 10.000, wird sicher möglich sein, irgendwann, also sicher in diesem Leben, glaube ich schon, und aber natürlich, du sagst es so, dass man das gar nicht ernst nehmen kann. Denn man weiß jetzt gar nicht, was meinst du davon ernst und was nicht. Ja, jeder kann es fühlen, was ist und was nicht ist. Jeder geht in die Wahrnehmung und spürt ganz genau. Niemand folgt hier mental. Alle wissen und können. Hier ist das GTV, ist das TV der Götter. Niemand versteht was falsch. Und wer was falsch versteht, gibt es einen Grund. Bin okay. Ich böse oder wie? Nein. Nein, aber man denkt dann vielleicht, das ist alles nur Spaß und nimmt das andere auch nicht ernst. So. So, also, das eine nimmt das eine ernst und das andere als Spaß, ja? So, das war ein Impuls jetzt von Sabine. Jo, bist am Morgen aus Jena, ja, ganz tolle Leute und übermorgen wieder von hier. Wir widmen uns unsere edle Gäste jetzt. Soll ich euch den Gast zeigen? Wenn ihr ja sagt, dann frage ich den Gast noch. Wer will den Gast sehen? 5 Impulse bitte. So, niemand. Oder das dauert noch, bis es kommt. Ah, Odyssee möchte den Gast sehen. Bleib mal so. Und neppt. Neppt you auch. Ivy auch. 3-mal ja schon. Hinter sogar. Darf ich oder darf ich nicht? Nein. Okay. Wo ist Susi überhaupt? Ist Susi noch draußen? Ja. Richtig. So, dann sag ich bis morgen. Bis morgen aus Jena. Live aus Jena. Im Vortrag von Jeet und andere, die zusammen ein Gesundheitshaus gegründet haben mit verschiedenen Ansätzen. Genau. Spannend. Tschüss.